Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy The Division 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses von einem Virus oder Parasiten befallenen Let's Play-Projekt. Auf geht's! Wir wollen mit unserem guten Joel Richtung Theater. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben in der letzten Folge haben wir den Wechsel vollzogen von der Public Beta zur Vollversion und müssen jetzt ein gutes Stück nochmal spielen. Also im Prinzip müssen wir von vorne spielen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist eigentlich so wenig Musik? Ist das normal? Oder geht die Musik erst los, wenn die Action losgeht? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das war's. Auf Richtung Theater. Vielleicht ploppt ja noch unterwegs irgendwo die ein oder andere Nebenmission auf. Und hier geht's schon wieder los, ne? So, packen wir denn jetzt hier unser Geschütz denn am besten hier auf die Kante, ne? Und dann ballern wir los! Wow, die verzieht aber ordentlich. Die AK. Die AKM, um genau zu sein. Die hat zwar im Einzelschuss ordentlich was an Wumms, aber... So richtig geil ist die nicht, muss ich sagen. So richtig geil ist die nicht, zumindest nicht, wenn wir nicht irgendwie einen Handgriff oder sowas haben, um die besser zu stabilisieren. Ja, wir müssen wirklich als allererstes hier hin. Das letzte Mal bei der Public Beta waren ja wenigstens schon so ein paar kleine Sachen, die man einsammeln konnte. Ich glaube, diesmal müssen wir so ein bisschen am Anfang zumindest storylastiger spielen. Aber wisst ihr was, ich werde meine Knarre wechseln, die gefällt mir nicht. Die AK ist nicht so cool. Ja, das könnte es sein. Das könnte es sein. Das hat ordentlich Wumms pro Schuss und kann auch über Zeit so ein bisschen was austeilen. Ah, und das ist auch die vermisste Musik. Melancholisch. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ideal hier für die anbrechende Nacht. Hallo. Na, nein, 1 E war das nicht. Nicht 3, Leo. Schade. Ist noch nicht aufgeladen, unser Geschütz. Naja, dann machen wir das halt so. Wow, aber die verzieht aber auch krass. Die verzieht aber auch krass. Den habe ich jetzt markiert, ne? Ach, für das Geschütz, was noch da steht. Verdammt. Das hätte ich einsammeln müssen. Oder abbrechen müssen, genau. Hält aber ein gutes Stück länger als noch in der Beta. Wow, das ist aber auch ein verziehenes Gewehr. Na? Oh oh. Oh oh. Hier doch. Komm raus, du Hund, zeig dich. Und dieses satte, zermanschende Geräusch beim erfolgreichen Kopftreffer. Ein Freudenfest der audiotechnischen Unterhaltung. Aber ich will auch nicht dieses Gewehr haben. Verzieht echt krass. Gibt es hier keine Präzision und Stabilität? Ah, also präzise ist er auf jeden Fall, aber stabil ist er wirklich nicht. Die ist ein bisschen stabiler, aber am stabilsten ist die hier. Ich bleib mal erstmal bei der. Unser Startgewehr. Und bei der Kleinen ist es mir eigentlich egal, dass die ordentlich verzieht. Erstmal. Weil da schießen wir sowieso, wenn, nur aus nächster Nähe. Ach, guck mal, nen Reh. Wie cool. Voll cool, ey. Voll cool das Ganze. Weiter geht es. Oh nein. Hat sich aber einiges seit der Public Beta verändert. Hier ist mehr Kram auf den Straßen und so. Hier ist viel mehr los. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Aber irgendwie wirken die Straßen ein bisschen besser modellierter, ein bisschen besser ausgestatteter. Na gut. Wollen wir mal nicht zu sehr rumtrödeln. Wir haben eine Mission. Wir müssen zur Theatersiedlung. Von hier schon? Nee. Wenn dann von hier. Wenn dann von hier. Kriegen natürlich auch nichts mit, die Jungs. Schön einkesseln. Wunderbar.
Genau. Viel präziser das Gewehr. Viel präziser. So macht das Ganze Spaß. Ja, brenn mal schön. Wow. Wo ist es? Ist mein Handy? Lass das Handy liegen. Oh. Das ist ja geil, das Teil. Und er fällt nochmal für uns um. Extra für uns ist er nochmal aufgestanden und hat sich direkt wieder hingelegt. Dankeschön. Diesmal baue ich das Geschütz ab, damit es sich wieder schneller aufladen kann. Hoffe ich mal zumindest. Oder, naja, zumindest jetzt mit Bestätigung oder mit Abbaubestätigung jetzt wieder aufladen kann, damit wir es für einen eventuellen späteren Einsatz wieder direkt gebrauchen können. Gebrauchen und nutzen können. Wo ist das Handy? Wird auf dem Radar angezeigt, Leo. Ach so. So ist das also. Da oben. Ich erinnere mich an dieses Telefon, an dieses Funkgerät. Wenn es das da oben ist. Das haben wir schon mal eingesammelt. Okay, nice. Ja, eine Gasmaske. Ein schöner Filter. Ist dieser effektiver? Nein. Wir bleiben beim alten. Wunderbar. Hier hoch bitte. Hoch bitte. Wie war denn das noch mit STRG, ne? Ach, hier sollen wir gar nicht hoch. Wie kommen wir nach oben? Von da, okay, alles klar. Mit STRG, ne? Richtig. Na, hat sich hier jemand bei der Assassin's Creed Engine bedient? Das sieht doch ein bisschen ähnlich da. Ein bisschen ähnlich nach Assassin's Creed aus. So, Sprinter, Funksprüche, Heinas. Heinas kümmert sich um weglaufende Opfer. Sie laufen. Nicht schnell genug. Weiß ja nicht, die rennen schon ziemlich. Sie werden niemals schneller als Sherry sein. Sie ist ein Puma. Ein echt müde aussehender Puma. Normalerweise ist sie schneller. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Und nachher hauen die noch ab. Gib mir das Gewehr. Er schießt den Typen. Das Mädel wird versuchen, ihm zu helfen und dann erwischt du sie auch. Ach, was für eine Bitch. Die hat ihn liegen lassen. Was für eine B-Punkt. Erst ein Schuss in den Kopf und dann ein Durchstoß in den Rücken. Was haben wir denn hier Schönes? Na, komme ich hier hoch? Ja, klar komme ich hier hoch. Ein kleines Versteck? Eine Geheimwaffe. Ein Geheimversteck für eine Waffe. Eine Waffenbox. Die lassen wir natürlich nicht liegen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine AKM schon wieder. Stabilität auf jeden Fall schlechter. Was kann denn ihre Stabilität im Gegensatz zur AKM, die wir vorhin aufgesammelt hatten? Hat er die? Achso, die habe ich automatisch jetzt ausgerüstet. Nicht cool, gar nicht cool. Am besten gefällt mir immer noch dieses Gewehr. Was kann die AKM? Zu der hier. Das gleiche in grün, bleibt also dabei. Nee. Stabilität über allem. Fürs Erste. Wenn ich schieße, dann möchte ich auch treffen. Und auch ein bisschen weiter aufs Ziel schießen können, ohne zu krass zu verziehen. Das ist mir echt unangenehm sonst. Runter hier. STRG. Runterrutschen, geht das? Na klar, geht das. Geht alles. Wir müssen es nur wollen. Ich steck ein. Warte mal, ich muss mal bei der nächsten Kiste darauf achten, wo ich einen Gegenstand, einen Ausrüstungsgegenstand aufheben kann. Mit welcher Taste ich den Kram nur aufhebe. Nicht, dass ich ihn immer automatisch anziehe. Ist ja nicht immer von Vorteil, wenn man die Sachen sich gleich anzieht. Yay, Kabel! Also sah gerade in der Box nach Kabel aus. Schön. Schön. Oh, hier sind ja überall Rucksäcke. Ich kann ihn nicht liegen lassen. Ihr kennt mich. Aber erstmal zur Theatersiedlung. Ist hier einer? Ist hier einer? Ich brauche diesen Bioscan. Ich brauche diesen Bioscan. Nicht nur, damit ich die Gegner hier auch bei schlechter Sicht sehen kann, sondern auch einfach, damit wir mehr Schaden machen. Verdammt, jetzt habe ich keine Zeit gehabt, um zu gucken, was ich gucken wollte. Da hinten sind sie. Geht gleich los. Guck mir noch schnell diesen Trolley an. Und diese Tasche? Nein, diese Tasche nicht. Die ist nicht für dich gedacht, Leo. Schade. So, E für unser Geschütz. Auf erhöhte Position. Hallöchen!
Hallöchen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wäre cool, wenn meine NPC-Kollegen die Gegner auch markieren könnten, würden. Bleib stehen! Du Ungetier. Na, na, na. Geht doch, geht doch. War's das? Was für ein geiler Tag, um am Leben zu sein. Ja, eben war. Grüß dich, bin der Leo. Da sagst du was. Bau mal mein Geschütz ab, damit es sich wieder aufladen kann. So, jetzt können wir gucken, mit welcher Taste wir direkt Loot, wenn das Aufheben Loot ist. Nee, ist nur Munition, ne? Nee, doch, alles cool. Erstmal untersuchen, das ist quasi wie einmal F drücken, Leo. Einmal F drücken für untersuchen, zweimal für alles plündern. Sofern es von einem Gegner ist. Die Shortcuts, die muss ich mir noch angewöhnen. Vielleicht finden wir hier noch eine Kiste, wo ich was aufheben kann. Hallo, ist ja eine Kiste? Oder hier? Kann ich hier Loot auf... Nein. Mal wieder kein Loot. Wenn man mal Loot braucht, den man separat aufheben möchte. Da, stopp, jetzt drücke ich nichts. Alles plündern. Nö, da steht alles nur alles... da steht nur alles plündern mit F. Leertaste wär direkt anziehen. Wobei, ne weiße Hose, die ziehe ich an. Sieht nice aus. Weiß ist auf jeden Fall sehr nice. Und dann geht's weiter. Oh. Ich dachte, ich kann das Fahrrad mitnehmen. Das wäre ja geil. Das Fahrrad hier. Cool. Na? Ist da hier noch was für mich? Also die Lichtstimmung, ne? Ungeschlagen. Ubisoft, sie haben es mal wieder geschafft. Mal wieder geschafft. Die ist schlechter als unsere, ne? Ja, dann nimm nur mit. Dann nimm nur mit. Dann nimm nur mit. Dann nimm nur mit. Hier liegt überall Kram rum. Die wollen mich nur von meinem Hauptziel ablenken. Die wissen ganz genau, dass ich auf Loot stehe. Dass ich sehr gerne loote und levele. Dass ich ein Digital-Messi bin. Das ist die Theatersiedlung. Hier hat Odessa Sawyer das Sagen. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Ich kenne sie schon aus der Beta, aber pssst. Nein, nein, wir sind zum ersten Mal hier. Ich freue mich, ihre Bekanntschaft bald zu machen. Momentum. Das Theater entdeckt. Kommen Sie rein. Jupp, komm schon. Ist hier noch ein Rucksack? Hallöchen. Na, wie geht's dir? Was stinkt hier so? Wie bitte? Das ist doch ein Scherz, oder? Und hier geht's direkt wieder raus. Nee, wollen wir gar nicht. Wir wollen ja hier erstmal die Umgebung quasi freischalten. Das ist das Assassin's Creed Turm-Äquivalent zum Freischalten der Umgebung. Also der erste Turm quasi. Schön, oder? Super atmosphärisch. Postapokalypse at its best. Und die essen hier bei Kerzenschein. Wie cool ist das? Ich will hier wohnen. Ich komme vom Weißen Haus. Ich würde gern hier bleiben. Wenn einer will, kann er rüber zum Weißen Haus. Da ist jetzt ein Schlafplatz frei. Finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung. Wir wissen ja, wer sie ist. Wir wissen ja, wer sie ist. Kann ich hier schon handeln vielleicht? Mein Kram verticken? Theatersiedlung. Fett, sehr schön. Eigentlich ist das hier ein Händler, ne? Ist er immer noch. Wunderbar. Aber ich will erstmal meinen hochwertigen Kram, meinen höchstwertigen Kram möchte ich hier gerne anlegen. Am besten direkt mit I ins Inventar springen. Behalte ich. Haben wir hier noch was Spannenderes? Ja, haben wir auf jeden Fall. Hier Stufe 2 mit RST 310. Sieht doch gleich viel besser aus, oder Joel? Ja, da soll mal die Klicker nur kommen. Klar, nehmen wir immer die besseren Handschuhe. 387, nee, dabei bleiben wir. Schön. Bekleidung ist cool. Wir haben die weiße Hose an, ne? Ja, wir haben die weiße Hose an. Ist das Behälter?
Da brauche ich ein paar Sachen, ne? Da brauche ich Premium-Währung. 100. Mal gucken, vielleicht können wir uns die auch im Spiel freischalten. Ansonsten verzichte ich auf den Kram. Ich bin jetzt nicht gewillt, nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Ich gucke immer ganz gerne, was man also quasi für den Hauptkaufpreis in einem Spiel bekommt. Das ist für mich immer am spannendsten. Warte mal, stopp. War da eine neue Lootbox hier? Nee, leider nicht. Leider nicht. Hat er nur so orange gefärbt? Gut, dass ihr hier seid. Hi, grüß dich. Ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Als Schrott markieren. Ach, guck mal an. Stimmt. Man kann die Sachen, wenn man sie direkt aufhebt, als Schrott markieren, sofern sie halt eben nicht den eigenen Ansprüchen entsprechen. Und dann kann man sie direkt mit einem Klick verkaufen. Machen wir ab dem nächsten Schrottteil. Jetzt mal den Plunder verkaufen. Das wäre das eigentlich, ne? Oder? Nee, das ist der Kram, den ich noch zusätzlich aufhebe in den Kisten, wo mir nichts angezeigt wird. Aber okay, verkaufen wir erstmal alles, was wir so haben. Ja. Das passt sehr gut. Das ist schön. 388 Glocken. Was hast du denn Schönes für uns eventuell? Holster? Was bringt uns das? Mehr Muni wahrscheinlich oder sowas. Rucksack, mehr Loot aufheben oder mehr Loot tragen. Aber ich würde mir lieber Modifikation holen. Zumindest vielleicht so eine Halterung oder sowas. Falls das überhaupt schon geht. Bin ich gerade überfragt. Ging das bei der Public Beta? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Früher oder später. Hier waren ja noch mehr Handlanger, mit denen man Handel betreiben konnte. Was mit dir? Du stehst ja nur rum, ne? Und du verkaufst diese schwarzen Plastikschalen also, okay. Hier können wir uns später... Ah, hier können wir die Sachen, die Verbesserung für die Siedlung freischalten. Cool. Hey, Agent. Hey, grüß dich, Schnecki. Nö, alles cool, jo. Alles cool, jo. Und da unten... Ja, es sieht ganz schön mau aus, ne? Da sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wunderbar. Dann nehme ich den Rucksack, weil meiner sieht irgendwie komisch aus, oder? Der sieht aus, als ob wir den uns selber gebaut hätten. Mit Panzertape. Mit so einem schwarzen Panzertape. Ich würde gerne diesen Rucksack haben. Einmal bitte nur. Ich habe ja den Fehler gemacht, in der Public Beta ganz oft darauf zu klicken. Auf einmal hatte ich dann drei Rucksäcke oder Holz. Irgendwas habe ich mir doppelt und dreifach gekauft gehabt. Yay! Der sieht doch viel cooler aus, oder? Viel, viel cooler. Und den könnten wir jetzt verkaufen oder zerlegen mit dem Tabulator. Das können wir auch sogar unterwegs machen. Ach komm, machen wir das mal. So, Zerlegungsergebnis. Yay. 01. Ich dachte, ich hätte alle Hilfeanforderungen und Kommunikation mit der Umwelt deaktiviert. Bei Soziales. Das hatte ich mich schon bei der Beta gefragt gehabt. Diese ständige... Fragen nach Hilfe und so, würde ich gerne deaktivieren, weil das nervt doch eigentlich so ein bisschen, gerade, also wenn man Solo spielen möchte. Bitte nicht stören. Eigentlich habe ich gedacht, wäre das damit erledigt. Wenn nicht, muss ich mal gleich in der Aufnahmepause nochmal nachgucken, aber jetzt erstmal zu Odessa Sawyer. Sie verlangt nach uns, das war hier oben, ne, genau, da hinten. Und ich bin jetzt erstmal wieder ein bisschen leise. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ich würde sie nur aufhalten. Ich weiß, dass Sie Ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Hört sich nach einem Deal für mich an, meine gute Odessa. Ich werde dir deine Kleine wiederholen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun... Neuer Einsatz. Hotel Grand Washington. Grand Washington. Und haben wir vielleicht so den ein oder anderen... Nebenauftrag. Ja! Und hier ploppen überall die weißen Punkte jetzt auf. Schöne Sache, eine wunderschöne Sache. Das gehört alles noch zum Weißen Haus hier, ne? Da müssen wir auch mal vorbeigucken. Was ist das?
Irgendwie fehlen mir... Ah, da oben steht's. Oben links. Komponenten. Ressourcenvorkommen. Okay, wunderbar. Wir friemeln uns so langsam ein. Wahrscheinlich in der nächsten Folge das Hotel Grand Washington. Ich freue mich jetzt schon drauf, aber das soll es für heute gewesen sein mit The Division 2. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht und wenn das auch für euch gilt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben verpassen würdet. Ansonsten wieder schauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal hier im vermüllten Washington DC. Tschüss!